Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr wieder zurück in die Programmieroberfläche oder in den Programmiermodus. Das ist immer der Tab auf der ganz linken Seite und dort müsst ihr jetzt die Geschichte speichern. Ihr müsst die Geschichte speichern, weil die ist ja nur im Browser-Cache zwischengespeichert und sobald dieser Cache gelöscht wird, ist auch eure Geschichte verschwunden. Ihr geht deshalb auf Build und auf Build geht ihr auf Exportiere als TUI und dann habt ihr dort in den Downloads die Datei Twine-Einstieg. Bei mir ist jetzt eine 1 in der Klammer, das wird bei euch nicht sein. Die Datei heißt bei euch Twine-Einstieg und die müsst ihr speichern im Ordner, den wir für euch angelegt haben für euer Storytelling-Projekt. Deswegen geht ihr hier auf In Ordner anzeigen, geht dann auf Twine-Einstieg, macht einen Rechtsklick und benennt diese Geschichte um, weil Twine-Einstieg, das habt ihr ja schon. Deswegen müsst ihr sie umbenennen und ihr benennt die Geschichte nicht Twine-Einstieg, sondern ihr nennt sie Einstiegsübung unterstrich und euren Namen, damit ihr sie wieder findet. So, und jetzt habt ihr sie umbenannt. Klickt wieder auf die Datei und zieht dann Einstiegsübung mit eurem Namen versehen auf Storytelling und schon ist im Ordner Storytelling die Einstiegsübung unter eurem Namen gespeichert. Gut, das wäre die erste Übung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren mit Twine. Ihr könnt auch immer wieder in diesem Film zurückschauen, wenn ihr etwas nicht verstanden habt oder eure Lehrperson fragen. Thank you.